Während einer Autofahrt haben wir dann endlich gesehen, hier ist ja die Stadtverwaltung, also scheint das ja hier das Zentrum von Oiras zu sein. Und das rote Gebäude ist was? Reingeguckt? Ja, man kann rein. Und wir sprechen hier über den Palast des Marqués de Pombal. Das war also der Mensch, dem der König, der nach dem Erdbeben gesagt hat, er kehrt nicht mehr nach Lissabon zurück, sondern bleibt in seiner Zeltstadt, alle Regierungsgewalt übertragen hat. Er wurde also zum Herrscher und führte viele Reformen ein und machte sich damit auch den Adel zum Feind, von denen er viele Leute auch exekutieren ließ. Erstaunlich ist, dass er von allen Regionen Details haben wollte zum Erdbeben. Über die Stärke, was man gesehen hat, was man gefühlt hat, ob Tiere sich verändert haben oder anderes, was man hätte als Warnzeichen ansehen können. Und deshalb wird er heute bezeichnet als Vater der Seismologie. Genießt jetzt den Gang durch die wundervollen Gärten, denn leider konnten wir wegen einer Veranstaltung ins Schloss nicht rein. Auch wenn wir innen nicht besichtigen konnten, kann ich den Park wirklich empfehlen. Der ist für die Öffentlichkeit freigegeben. Hier finden auch Festivals und Konzerte statt. Und wir haben auch Familien auf Picknickdecken gesehen. Und danke nochmal, dass ihr mir wieder zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.